Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier diesen schicken Oldtimer-Mod euch heute hier vorstellen. Hier handelt es sich um die Marke Zetrön oder Zetrön, ja, 2CV. Cooles Teil das Ganze. Ja, jede Menge Leute fliegen hier natürlich auf den, ja, wegen den Fetzeln, Dachel, ja, das Ganze. Ja, ist cooles Teil natürlich. Hat ein Aero drin, ja, wie man hier sehen, das Ganze irgendwie, man kann Material nicht laden, ja. Dieser Fehler müsste raus, dann wäre er natürlich lockfehlerfrei. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Da schauen wir natürlich mal, was natürlich uns noch erwartet, weil Lichttest habe ich noch keinen gemacht. Ja, das gute Stück kostet hier 7.000 €, wie da steht, und 357 € Miete inklusive. Wir haben hier eine Leistung von 30 PS, entsprechend hier 22 kW, manuelle Schaltung, 40 Liter Tank, 90 km/h und 2,2 Tonnen Eigengewicht. Ja. Wir haben jetzt hier jede Menge Farbwahl dabei. Zum Beispiel hier die Hauptfarbe können wir wählen. Sagen wir mal Beispiel hier in den Orange. Ja, wäre auch nicht schlecht. Das Ganze dann natürlich das Schwarze. Gehen wir mal her. Machen wir das mal im Weiß. Sieht auch nicht schlecht ausschauen. Oder ja, so in den Grau her. Beispiel hier die Designfarbe. Ja, das gehen wir mal her. Das müssten, glaube ich, jetzt die Radkappen sein. Da gehen wir auf Chrom. Ja. Dann hier die Felgenfarbe. Hier können wir uns auch natürlich hier wählen. Zum Beispiel so her, auch in den Grau. Nee, das nee, ist nicht so schön. Beispiel jetzt hier in Schwarz. Dann haben wir hier, das ist, müsste die Stoßstange sein. Machen wir hier so wie ein Gummi so her, da vorne her. Das sieht nachher so her aus. Ich finde, das Modell ist nicht schlecht gemacht, das Ganze. Ist auch hier mit Simple IC nutzbar und auch. Dadurch, dass es nicht auf Mod Hub ist, ist es leider hier nur für PC verfügbar. Das Ganze ist, wie wir hier sehen, ja, du kannst hier auch, wie du gesagt hast, hier die schon mal die Türen, können wir hier öffnen mit, also Simple IC. So, ja. Reifenspuren macht er auch schicke. Steigen wir mal ein. Ist immer hier, wir können hier Türe auf und natürlich zumachen. Natürlich hier diese genauso. So her. Jetzt natürlich schalten wir das gute Stück mal ein. So. Jetzt sind wir hier. Taro ist hier schon mal animiert. Pedal, ja. Der Blinkerhebel ist das leider nicht also animiert worden. Ja, schade irgendwie. Hängekupplung gibt es hier keine. Wir machen jetzt hier unseren kleinen Speed-Test natürlich. Und danach machen wir hier natürlich unser Licht testen. Dann schauen wir das Ganze nochmal an, ob das mit Verschmutzung oder Verschleiß natürlich funktioniert. Oder auch nicht, ja. So, ich bin echt mal gespannt. Also, er beschleunigt schon mal gut. So. Oh, der raucht hier vorne aus dem Dach raus. Also normalerweise soll es nicht Raucherauto sein. Ah, Hilfe! Aber wie wir sehen hier, er hat es geschafft. Oh je. So. Gehen wir gleich hier in die Nachtschicht mal rein. Ach, genau. Nee, ich nehme dich nicht mit. Weg da. So. Wir bleiben gleich vorne mal wo stehen. Müssen wir das Licht einschalten. Ah, das scheint schon mal zu funktionieren, wie wir hier sehen. Also Bremsen, ja, Bremslicht. Rückfahrscheinwerfer war da keine. Also das wurde damals, glaube ich, überbewertet. Wie muss der Blinker hier funktionieren? Einmal F2 mal, beim zweiten Mal tut er noch nichts, ja. Mal sehen, innen drin. Als Armatur ist nicht beleuchtet, aber die Schrift ist von Haus aus irgendwie beleuchtet, wie wir hier sehen. Ja. Und mehr. Ah, hier, wir haben hier oben das Dach, können wir auch noch aufmachen. Das habe ich ja vorhin gerade irgendwie übersehen. Aber zum Glück, natürlich sieht man die ganzen Button im Dunkeln hier besser. Dann machen wir hier nochmal eine kleine Rundumgang, wie wir hier sehen. Wir haben leider hier. Nur das eine, es leuchtet der eine mich da auch noch an. Naja, ich fahr schon. So. Immer gleich hier natürlich wieder
Tour und dann schauen wir uns das Ganze natürlich hier am Tage natürlich noch an, zwecks wegen Verschmutzung und das Ganze her, dass man sieht, ja, was uns dann natürlich erwartet, wenn wir das Auto hier länger haben, müssen wir hier also den mal lackieren lassen oder solche Sachen. Das werden wir uns jetzt gleich auch anschauen. So, ich finde jedenfalls, die Kiste ist nicht schlecht. Ja, Motorsound klingt auch nicht übel, ist nicht so laut und sowas wie der Standard-Pickup-Sound, aber ist ähnlich. Ja, so sieht das gute Stück schon mal aus. Wie man sehen, die Windschutzscheibe wird schon mal schmutzig, hinten her ein bisschen. Also Lackabnutzung ist hier leider nichts zu sehen. Ja, wie man sehen, hier auch ein bisschen schmutzig. Steigen wir mal ein, schauen wir mal rein. Oh, das Lenkrad ist aber dreckig. Innen drin ist wird ja schon dreckig ein bisschen. Aber halt außen halt her eher weniger, wie wir hier sehen. Also da fehlt es ein bisschen noch, aber wenn einer sagt, ja, den ist stört's nicht, dann natürlich kann man hier ein Auge zudrücken. Wie wir hier sehen, also innen drin, ja, die Radkasten fehlen da ein bisschen, deswegen ist er vielleicht innen drin auch ein bisschen schmutzig geworden. Da fehlt es ein bisschen, ja, so sieht man ja auch noch den Reifen ein bisschen, daher auch. Also das fehlt, ja, das gehört noch nachmodelliert, aber sonst finde ich, ist der Wagen nicht schlecht, würde ich mal sagen. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Hier sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.